Guten Tag, meine kleinen Mäuschen. Hier ist der Gusor wieder am Start. Bin gerade von der Arbeit wiedergekommen. Wir haben es ja kurz nach 7 Uhr. Ich bin totally into the ass und will aber auf jeden Fall ja ein Video jetzt natürlich noch machen, was ihr dann ja höchstwahrscheinlich morgen, also in dem Fall dann Dienstag, sehen werdet. Und dann will ich aber eigentlich auch noch eins machen zusammen mit dem Lichtle. Und zwar will ich da einen vom TBO, der hat mir nämlich einen zugeschickt. Ich habe das die ganze Zeit nicht gepeilt. Er schrieb mich an und war auch total nett und so weiter und so fort. Und ich habe das aber gar nicht mitgeschnitten, dass das TBO ist. Ja gut, manchmal braucht der Guso halt ein bisschen länger. Und dann, ja, saß ich da. Da hat er nämlich mal richtig gut Loot gemacht. Wenn der platzt. So, hier sehen wir hoffentlich was richtig Geiles. Weil ich hatte das auch schon, dass ich mit einem geplatzten Golem einfach mal. Ich weiß nicht, ob es ein. Doch, das war sogar ein Rathaus. Das war sogar ein Rathaus und das war einfach mal fucking knapp. Also richtig fucking abnormal knapp. Und ja, einfach mal mit einem geplatzten Golem richtig schön abgeliefert. Hier machen wir ganz vorsichtig und langsam. Hier der CB-Golem vom Gegner. Keinerlei Chance gegen die Walküren. Und guckt es euch einfach mal an, wie die hier rein rasern. Was ist mit ihr kaputt? Was war denn mit ihr kaputt? Die hätte ja wohl auch gerne erstmal schön die Arbeit hier zu Ende machen können. Aber nein, schön dekadent, wie sie ist. Nein, ich möchte nicht. So, und jetzt gucke ich mal so ein bisschen genauer hier, weil der Golem soll ja dann höchstwahrscheinlich gleich platzen oder exploden. Schauen wir uns das mal an hier. Das geben wir uns jetzt mal. Nee, jetzt, nee, dann kann eigentlich nicht viel mehr sein, weil. Oder habe ich es verpasst? Waren es vielleicht eventuell zwei? Da muss ich mal reinschauen. Nicht, dass das zwei waren. Nee, er hat nur einen. Mal gucken, was er in der CB hat. Da hatte ich jetzt nämlich nicht so drauf geachtet. Achso, oder er meint eventuell den anderen Golem. Ja, hier, guckt mal. Ja, genau. Also, der Golem, okay, ist gut, in Ordnung. Also, man darf das halt wirklich nicht vernachlässigen. Ihr habt es gesehen, die Walküren waren jetzt ungefähr gleich zur Hälfte down. Also, das ist schon richtig krass, das stimmt schon. Also, das darf man nicht, definitiv nicht einfach so wegtun. So, nichtsdestotrotz gucken wir mal kurz in meinen, ja, Devlog, ja, gut, bei der Base, Mal verliere ich, mal gewinne ich. Das ist jetzt nun nicht anders. Ich habe da aber jetzt auch nicht wirklich viel große Aktien drin. Wir schauen uns einfach mal klar die Dinge an, die wo wir richtig guten Loot hatten. Ansonsten hier zum Beispiel so eine Sachen hier. Das ist auch schon ziemlich nice hier sowas. Ja, also wirklich. Und da bin ich halt wirklich ehrlich. Ey, vorher wäre das nichts geworden mit dem Queen Walk einfach so. Ich meine, klar, ich habe natürlich auch um einiges weniger dunkles Elixier verballert, logisch, nämlich eigentlich gar nichts, weil ich das ja wirklich alles nur so directly hatte. Jetzt würde ich natürlich auch sagen, eventuell ein bisschen sehr viel mit den Magiern umhergespammt. Das hätte eventuell auch ein bisschen besser laufen können, aber Mann, scheiß drauf. Ich wollte es einfach dabei haben. Die wollen von Anfang an dabei sein. Die wollen nicht so eine Ersatzbankspieler sein, wenn ihr wisst, was ich meine. Und hier hatte ich, glaube ich, auch zweimal einen Sprungzauber direkt dicht beieinander. Hätte auch nicht sein müssen. Aber who cares? Egal. Gewonnen ist gewonnen. Ja, ich spoiler schön rum, aber ihr habt es ja gesehen. Es war ja ein 100% Sieg. Passt also von daher. Ne, und wie gesagt, der Loot ist halt mega. Und. Da sitzt du schon so da und denkst dir, Mann, oh Mann, Alter, hier gibt es ordentlich was. Und mittlerweile, muss ich ja auch dazu sagen, gibt es ja dann auch ordentlich was vom Bonus. Also da kann man ja dann auch schon fast von leben. Und
Dann ist das schon ziemlich nice. Hier hauen wir mal weiter raus hier. Zack, zack, zack. Golem wieder. Habe ich ganz, ganz oft, dass der halt wirklich komplett überlebt. Dass der halt wirklich da ist und fertig. Und hier guckt mal, 700, ja, 800k. Das läuft auf jeden Fall. Das ist schon ziemlich nett. Und dann gehen natürlich auch die Mauern weiter. Gucken wir nochmal kurzes. Sorry. Ein kurzes Update, wie es momentan ausschaut hier. Wir sind bei 215 Mauern, 35 Mauern, nur noch to go. Und dann war es das auch. Und das läuft mal richtig schön. Gucken wir mal, wie es mit dem Firebuyer aussieht. Der ist so weit, aber wartet mal. Die sehen nämlich nicht komplett gemaxt aus. Hier haben wir auch die auf 12. Aber die Minenwerfer, ey, sehr geil. Ich muss euch ganz ehrlich sagen, ich habe sie mir vorher noch nicht auf 9 angeguckt. Gebe ich ganz offen zu. Hier haben wir schon eine 13er Kanone. Dann die Magiertürme noch nicht komplett oben. Also hier, der hier, der eine. Aber ansonsten sieht das schon lustig aus. Genau, ich hätte ihn jetzt auch angenommen. Nee, also das passt auf jeden Fall. Hier ist er schön am Bauen. Alter, auf 6, da hast du natürlich richtig Worte sprechen lassen. Aber ist natürlich kurios in Verbindung mit dem 26er King und der 40er Queen. Ich meine, wie gesagt, du hast Prioritäten gesetzt, wa? Queen ist einfach mal geiler, Junge. Aber sind wir mal ehrlich, ich meine, was die Queen sich eben auch teilweise erlaubt, ist natürlich auch richtig krass. Also sind wir mal bitte ehrlich. Das geht ja manchmal gar nicht, wo du denkst, Alter, das hast du jetzt nicht gerade getan. Wie zum Beispiel hier an der Mauer hängen geblieben im CW-Angriff. Hatte ich ja mal. Queen, Nick. Mauer killt Queen. Ja, einfach mal eingeben. Mauer killt Queen. Richtig, richtig geiler Scheiß. Logo und selbst, natürlich. Bei uns allen ist alles mal richtig fit. Ja, fit kann man kaufen. Haha. So. Ja, ich würde gern eigentlich noch einen Angriff machen. Muss ich aber wirklich sagen. Ich würde das schon lassen, weil ich auch meine Spells zusammen habe und meine Gems. Ich würde das wirklich lassen, weil ich dann im CW bald angreifen darf. Und dann passt das. Ja, und war ein Angriff raus. Alexander sagt, der zweite Klick war es. Und das sieht ganz schön nett aus, würde ich mal sagen. Fast 800k, richtig? Die man holen könnte. Ich habe extra, weil ihr es ja gesagt habt, hey, hier, dann zeig mal bitte nicht, wie es ausgegangen ist. Ja, weil man will ja überrascht sein. Man will ja gucken, geht's, geht's nicht? Klappt es, klappt's nicht? 30er King. Ist mal richtig nett. Schön weggebartscht hier unten. Ja, der Loot ist gut. Sagen wir es doch einfach mal so. Aber wie gesagt, dazu kommt jetzt in den nächsten paar Tagen dann noch mal ein extra Video. Zum sehr guten Loot, warum der so gut ist, wie das sich zusammensetzt und so weiter und so fort. Da gibt es dann nochmal, wenn Lichtle sich heute noch meldet, wenn der noch Zeit hat, mache ich das Video mit ihm. Und dann werden wir sehen, wo da der Frosch seine Fuking Locken hat. Und das war hier ein ordentliches Ding. Sogar noch auf 55% gerettet. Richtig nice. Wir haben einfach mal ja knapp 800k. Was will man mehr? 2,3k DLX. Passt, läuft. So muss das sein. Das war's dann dazu. Und ich hoffe, ihr hattet wieder Spaß. Wie gesagt, ordentlich mit Mauern weitergegangen. Auf jeden Fall. Jetzt gucke ich bloß mal, ob der Luis das noch schickt hier. Nee, leider nicht. So. Truppen sind soweit fertig. Läuft bei mir. Das war's von mir und ihr seht mich in den nächsten Tagen, wie ihr sagt, nicht so krass oft. Wie ihr sagt, heute echt Arbeit, gerade erst nach Hause gekommen und wie ihr sagt, mehr als genug. Ich werde mich auch gleich hindrücken, aber wie gesagt, so ein bisschen was muss man bringen irgendwo. Also, das fehlt mir sonst auch. Wenn ich jetzt sage,
Oh, ich komme noch, also ich komme in die Unterkunft und leg mich gleich hin. Nee, das geht gar nicht. Also da, nee, das geht nicht. Das läuft nicht. So, das war es dann erstmal von mir und ich wünsche euch was.